Microsoft behauptet, dass die Sicherheitslücke es speziell erstellten Codes ermöglichen könnte, uneingeschränkt auf Apples Betriebssystem zu laufen. AppSandbox ist Apples Zugangskontrollfunktion, die Entwickler annehmen müssen, um ihre Apps über den Mac App Store zu vertreiben. Der entdeckte Fehler könnte es Hackern ermöglichen, die App-Sandbox-Beschränkungen zu umgehen. Nach Angaben von Microsoft-Forschern könnten Angreifer die Schwachstelle ausnutzen, um erhöhte Rechte auf dem betroffenen Gerät zu erlangen oder bösartige Befehle auszuführen. Der Fehler wurde entdeckt, als Microsoft-Forscher mit potenziellen Möglichkeiten zur Ausführung und Erkennung bösartiger Makros in Microsoft Office unter macOS spielten. Die App-Sandbox-Beschränkungen konnten mit einem speziell gestalteten Word-Makro umgangen werden. Microsoft wies darauf hin, dass dieser Zugangspunkt besonders wichtig ist, da Bedrohungsakteure bevorzugt Makros verwenden, um Malware auf Geräten mit Windows-Betriebssystem zu installieren. In einem Blogbeitrag erklärte Microsoft, unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass es möglich war, die Sandbox zu umgehen, indem man die Launch Services von macOS ausnutzte, um den Befehl OpenStDin für eine speziell erstellte Python-Datei mit dem genannten Präfix auszuführen. Die Forscher des Unternehmens haben einen Proof of Concept erstellt, der eine Regel umgeht, die macOS daran hindert, Dateien mit dem erweiterten Attribut com-apple-quarantine auszuführen. Das Unternehmen fügte in seinem Blogbeitrag hinzu, allerdings umging StDin die Einschränkung des erweiterten Attributs com-apple-quarantine, da es für Python keine Möglichkeit gab, zu erkennen, dass der Inhalt der Standardeingabe aus einer unter Quarantäne stehenden Datei stammte.